Also die Taktik. Männer sind auf jeden Fall schon full fokussiert, kann man sagen, ne? Oh, die riechen schon. Oh! Hey! Was? Was? Wow, Junge! Baller League Spieltag Nummer 2. Heute tatsächlich direkt gegen den Tabellenführer, aber heute muss ein Win her. 3 Punkte incoming. Ansage, heute wird's richtig geil. Und das erste Spiel geht auch gleich schon direkt los. Team Gönnergy gegen Calcio Berlin. Mal sehen, ob Gönnergy heute wieder auf die Fresse kriegt. So, ne, wir sind seit 5 Minuten hier. Ahola, das erste, was man macht, ist das Catering lernen, ne? Weil das Catering isst sich ja auch nicht von alleine, ne? Sag mal, hey. Ja, das ist einer von vielen Tellern, ne? Oh, Gönnergy heute mal nicht Packung kassieren, oder was? Neuer Spieler verpflichtet. Jawohl, Leute, heute werde ich rasiert. Unsere Wildcard. Das hier musst du anziehen. Ja, normal. Es war ja nur zum Aufwärmen, dann liegt dir das zum Spielen. Ja, unser Spiel dauert ja noch ein bisschen, ne? Unser Spiel ist ja erst um. Schmeckt? So, Las Ligas Ladies spielen gerade. Die haben letzte Woche eine Packung bekommen. Jetzt führen sie 2-0 gegen Christoph Kramer, sein Team. Die verlieren eh noch, Alter. Das geht 6-2 Nein. aus. Guck mal hier, Champions League-Sieger. Ey, Pablito, bei nächste Tor, du machst Flitzer. Der hat mich schon real like a choke gehabt, Alter. Nimm ihn lieber. Yo. Den kennen wir doch. Ist gut? Ja, klar. Der beste Torwart der Welt. Also wenn Mario Bratte das sieht, der weint. Nach Hugo, dem kleinsten Besten, ne? Boah! Kannst du mal was sehen von da? Bist du noch nicht so groß, ne? Das reicht noch so gerade, aber ist eh uninteressant, ne? Man will eigentlich, glaube ich, nur unser Spiel sehen, oder? Ja, es wird nochmal spannend hier, ne? In den unspannenden Spielen. Der Shotclock-Kopfblock. 4, 3, 2, 1. Las Ligas Ladies! Genau so wollten wir das. Läuft einfach wieder perfekt für uns. Naja, der Platz hier ist so kacke, wir müssen in die Präsidentenboot. Unsere Gegners. Alles gut? Unsere Gegner hier direkt in unserem Rücken, das ist Ayep, was hier passiert. Eier? Boah, ja, Eier würde ich auch gerne nochmal essen. Levante, egal, Hauptsache du spielst da. Drunk calls the back at it again. Der hat euch besoffen. Er hat leider richtig sich einen reingekurbelt. Der läuft so selber. Oh! In Paradise hat der Bachelor seine Fußballschuhe vergessen. Guck mal, ist alles möglich. Ich habe einmal mit extra Stink dabei. Oh. Ne? Sehr gut. Mit denen habe ich gestern gespielt. Und dann habe ich noch diese Mbappé-Treter. Die sind hier vorne, ne? Das gehört aber dazu. Ich probiere beide aus. Ja. Guck mal, wer hat mehr Tore gesagt. Ja, unser Stink bis hier. Unser Top-Stürmer hat wirklich einfach seine Fußballschuhe vergessen. Zum Glück gibt es Holzi Abi. Ja, da gibt halt der andere Top-Stürmer natürlich gerne die Schuhe ab. Ne? So wie letztes Mal. Ne? Also heute muss wieder eine Taktik ausgepackt werden. Ne? Ich muss mal ganz kurz mir was überlegen. Ich würde sagen, Torwart spielt den hier. Da ist Holzi. Ja. Der leitet den weiter mit Kopf so? Auf Max. Ja. Der mit Holzis Schuhen, Fallrückzieher-Tor. Boah. Wenn das heute das sein, kommt. Fallrückzieher-Tor also ist drin, oder? Letzte Woche hat Pep was angesagt, das hat geklappt. Der Abi, unser Kapitän, der macht den Ball hier hin und von da rein ins Tor. 20 Minuten später. Da ist er da! Abi! Abi, du stehst vor der 69, das ist dein. Hoppa! Ich sitze jetzt hier, ich weiß nicht. Ich ganz angetan. Um 69 wollte ich bitte mal den Ball ins Tor schießen, ne? Du, nicht wieder hier, Pfosten. Hier ist das Tor, da ist rein. Nehmen und geben, jedes Tor, was wir kriegen, schießen wir ein. Und jetzt überlassen wir das dem Trainer. Hat da jemand jetzt an die Musikbox gedacht oder schwer? Warte, wir sind die besten, Digga. Nach dem Interview, Junge. Du brauchst auch ein bisschen. Ich brauch das nicht, ich stink lieber. Man darf ja jede Woche zwei Wildcard-Spieler mitnehmen. Einer ist schon da, hier, ne? Der. Genau.
andere bin ich. Nee, der andere, was, der, sein Auto hat einen Motorschaden. Ja, da steht ein Auto bei den roten Kirschen. Da steht mit dem Auto. Wie weit ist das von hier? War so korrekt, die hat gesagt, wir zahlen dem Uber. Der soll einfach das Auto in den Abschiebdienst geben. Das ist krank. Der kommt jetzt mit dem Uber, weil sein Auto einen Schaden hat. Das ist crazy, Alter. Aber dafür ist der umso krasser, glaube ich. Safe, oder? Der ist gut, oder? Der ist gut. Der ist sehr gut sogar. Ja, das ist sehr gut. Sonst würden die keinen Uber besorgen. Ja, der sieht auch schon gefährlich aus. Ja, gegen den will ich nicht spielen. Auf gar keinen Fall. Der hat so Oberarme, Alter. Ist okay. Hast du mal ein Ding gebrochen, den der Hüste dir gegeben hat? Nee, noch nicht. Soll ich mal? Ja, mach einmal auf die Kamera. Oh, die riechen schon. Die sind schon heavy, ey. Und wie immer, lasst ein Like dafür, mehr Baller League Vlogs mit den Jungs, mit der Mannschaft. 20.000 Likes sollten wir easy schaffen. Und schreibt in die Kommentare, Protatoes auf die 1. Der ist schon komplett nass. Dann ist das nochmal ein Schwein. Der ist komplett nass. Da links schwitzt der Holz hier, Mann. Anscheinend schon. Aber ja. Sind gut, oder? Sind nur nicht dran riechen. Ne? Boah, die riechen schon. Die, also die Männer sind auf jeden Fall schon full fokussiert, kann man sagen. Ne? In der Kabine ist es nicht so voll wie letzte Woche. Micha verletzt, Schöller verletzt, Palau, eine Autobahnpanne. Aber der wird noch rechtzeitig kommen. Brauchen schon noch einen Verteidiger. Auch wenn viele hier einiges spielen können. Du kannst auch gerne mitspielen. Naja, war nur Spaß. Musst du? Du kannst dich als Kaffee, nee, als Kaffee ausgeben. Auf jeden Fall Spaß. Also wirklich, was ihr letzte Woche abgeliefert habt, das war stabil. Das war auch von der Qualität her gut. Das Einzige, was uns leider ein bisschen abhanden gekommen ist, ist vorne das Tor zu schießen. Dafür ist dann auch primär der Max verantwortlich. Ne? Also ich sag mir, wir müssen nicht aus wenig Spiel machen, aber aus 100% sollten wir irgendwann auch die Tore schießen. Heute wird es schwer, heute spielen wir gegen wirklich eine gute Mannschaft. Die haben letzte Woche, glaube ich, 6-0 gewonnen. Justin, willkommen im Team. Protato. Ich hab dich hier hingeholt, nicht weil du so schön aussiehst, sondern weil ich weiß, was du kannst. Schieb einfach alles zur Seite, Junge. Wie ein ICE, wie ich dich kenne. Einfach alles zur Seite deuen, okay? Und dann wollen wir heute unseren ersten Dreier einfahren, Männer, okay? Komm! Eine Kleinigkeit noch, Männer, weil wir ein bisschen von der Baller League Cops genommen wurden. Ne? Und wir haben ja wirklich ein sehr schönes Tor gehabt von Abi. Deswegen, ich habe gehört, Real Madrid ist dein Verein. Deswegen haben wir dir hier so ein schönes Trikot besorgt. Mit Abi, Nummer 10. Hast du dir verdient, ja? Für mich und ich glaube auch für alle hier, auf jeden Fall das schönste Tor letzte Woche. Ja? Deswegen machen wir weiter. Das ist es. Wir haben letzte Woche 2 verschenkt, heute müssen wir 3 holen. Ich hoffe, da passt Abi. Holzi hat auf jeden Fall einen Liebling in der Mannschaft. Yeah, boy. Okay, die Jungs wärmen sich jetzt auf. Hier, im immer noch schönsten Trikot der Baller League. Ich hab den Schiri gepannert. Okay. Wer von euch beiden hat die meisten Skills? Also so was so Tricks und so angeht? Holzi. Yeah. Ein Spieler von euch macht einen Trick vor, und ihr müsst den Trick nachmachen. Okay. Bruder, ich hab Terror. Ja, ich hab Terror. Anfang und dann. So, jetzt haben wir den. Ey, ich bin gerade so hart Ball in Fresse bekommen. Ich hab kurz Gott gesehen. Meinst du, die hätten eine Chance bei FC Potatoes? Ja, ein, zwei Spieler sind auf jeden Fall schon so in Sicht. Die baust eine Chance, die hätten auf jeden Fall, ja. Das kann ich auch, also. Ne? So besonders ist er auch nicht, ne? Holzi hat auf jeden Fall einen Liebling in der Mannschaft. Die sind nicht verliebt, ne? Die sind verliebt. Das kannst du keinem erzählen. Ihr seid verliebt, ihr seid verliebt. Ich hab's gesehen. Der Max hier, ne? Die Show kannst du lassen, ne? Ey, alles die Show. Muss sein. Digga, wir sind so eine K.O. Das müsst ihr noch mal ein bisschen üben, ne? K.O.-Köpfe, Alter, ehrlich. Bisschen in den Fokus kommen, Männer, ne? Bisschen aufgeregt vor deinem Spiel jetzt. Ja, natürlich. Also der Teammanager gibt das Ganze natürlich vor, ne? Die anderen müssen mitziehen. Angestellt, Alter. Keine Ahnung, wie ich das hochstelle.
Die Botatos sind hier. Erstes Spiel 3-3 gespielt gegen die Käfigtiger. Was wollt ihr diesmal anders machen, um die ersten drei Punkte zu holen? Was wollen wir anders machen? Mehr Tore schießen auf jeden Fall. Habt ihr bei euch in der Kreisliga, den er mal einen Spieltag nicht herholt, weil er sagt, du kannst hier nochmal was richtig abfackeln? Ja, der steht tatsächlich neben dir, das bin ich. Mehr Spaß gibt's. Da ist er, da ist er. Er hat's geschafft von der Autobahn hier, ja. In die Arena. Was ist denn mit dem Auto passiert? Das steht beim BMW hinter. Ja, okay. Wenn du heute 5 Tore schießt, kriegst du ein neues Auto. Protektus! Protektus! Holzi, wir brauchen noch deine Prediction. Ja, natürlich. Ich mach's ja immer in der Kreisliga auch, deswegen jetzt auch in der Baller League. Ich habe heute im Gefühl, das wird ein knackiges 4-1 für uns natürlich. Ne? Fühlt sich so an. Schauen wir mal, ob es auch so reinkommt, ne? Häng an die Schuhe, ne? 1 und go! Abseits! Ruhig, ruhig, ruhig! Sehr gut, Abi! Abi sicher! Oh, sehr gut, Abi! Überragend, Abi! Ey! Clever, clever, clever! Abi, bleib dran! Ja. Ey, diesmal ist es ein bisschen ruhiger auf jeden Fall, ne? Du! Nein, du nicht, Leo! Einer, einer, einer! Nope. Hä, war der dran? Aus! Bruh. Und ein Tor für die Zimmer! Ja, Tom verschätzt sich da, ne? Immer diese Toms. Was, Bruder? Weiter, weiter, ey! 3-1, Jungs! Guter! Umschalten, umschalten! Guck mal, links! Abi! Vorteil! Ja! Ist okay! Abi, das ist so einfach! Weltklasse, Weltklasse! Gut, Leo! Gut, Leo! Ja! Man muss die Eigentore erzwingen! Ja! Was ein schönes Eigentor! Sauber! Ja, ja, Max! Ja! Komm, du rein, Max! Ja! Was denn? Nächster Max! Komm, Abi! Ja, Abi! Hey! Hey! Schau, Mann! Siri! Mann! Einer muss! Einer muss! Langsam aber! Ja, moin! Einfach! Ja! Ja! Umschalten! Umschalten! Ich will schwitzen! Hintermann! Ey! Jawohl! Gut, Abi! Bruder, der geht nur auf Knochen, Alter! Immer bei Abi, Alter! Der Schatzi darf nicht verletzt werden! Gut! Ja, aber er geht nur einfach bleiben! Einfach bleiben! Zeit, Justin! Was Zeit, Justin! Überhitzen! Überhitzen! Hey, Justin ist geil, Justin ist ein geiler Typ, Alter. Okay, jetzt kommt wieder der Game Changer. Schon wieder das Replay, wie letzte Woche. Drei Leute nur. Wir drei getan. Komm mal da! Was hat hier? Ruhig, kein Abseits, Jungs. Ja! Jawohl! Ich kann nicht mehr, Alter. Mir fehlen die Worte. Ich hoffe einfach nur, dass es jetzt so weitergeht und wir das Ding halten können. Spielt immer defensiv von innen nach außen zu verteidigen. Das ist das A und O. Wenn wir von innen nach außen verteidigen, haben wir über die Außenbahn mit Palm und mit Abi und mit Peli und mit Leo und mit dir und mit dir, haben wir Zweikampfspieler. Glaub mir, das ist eine Mannschaft, die macht auf. Die macht auf, dann finden wir Rollen. Let's go. Halbzeit 2 läuft. 2:2. Komm, Leo. Komm, Leo. Risiko. Ja, ja,
macht einfach kein Risiko in sein Spiel. Er rutscht die ganze Zeit weg wie Holzig. Schönes Ding! Justin! Justin, krank, was der macht! Reich, was der macht! Hintermann! Was macht der da, Alter? Nope. Ja! Jungs, bitte! Ich bitte euch! Wir sind nervös. Ich sag gerade noch. Schiri, was soll das denn? Immer gegen uns! Pass auf, Justin, langsam! Das ist schlecht von den Schiris. Leo, geht drauf! Wieder Eigentor! Wer sagt ihr davon? Wieder Eigentor! Guter! Nein! Ey, was war's? Steht so ein Witz! Zusammen! Was? Das ist eine Zeitstrafe! Was ist das denn? Der liegt doch schlecht! Der liegt doch da! Das ist Minimum, gell? Ja, das ist wirklich, ey, das ist so cholerisch. Abi ist schon vorbei, der weiß, die einzige Chance ist, den wegzutackeln. Ohne Sinn, der probiert nicht mal auf Ball zu gehen. Das ist, weil wir halt die Straßenkicker haben. Wir haben wirklich die von der Straße. Alle anderen Teams, so, oh, schöne Ex-Bundesliga, oh, oh. Also, wir haben die Straßenkicker. Für Spieler, guter Ball! Nicht. Ey, das ist ein Rückpass in die Hand! Überzahl! Über Hintermann! Was ist das? Was ist das? Sehr gut, Abi! Jetzt geh ab! Rechts raus! Jetzt 2 gegen 1! Der Wechsler! Der Wechsler! Das sind meine Schuhe! Meine Schuhe! Was ist da? Kelly, pass auf, kein Wasser! Und tief! Gut. Komm an die Seite! Boah, ja! Praktisch! Nein! Ja! Mein Herz, ich kann nicht mehr! Abi! Und Tor, machen wir Nein! Mach ihn doch! Jetzt kommen die letzten 3 Minuten wieder Glücksrad. Wir hätten auch 6-3 erhöhen müssen. Das wäre geil gewesen. Oh. Ey, es kommt jetzt wirklich zum 1 gegen 1. Wir schicken unseren Torwart. Ja, der muss nach vorne rollen. Ne? Der rollt. Ja! Hey, der sagt nein! Geht doch! 3-5 weiterhin. Ja, ruhig! Lass uns nicht, der schießt nochmal! Rein! Es wird richtig spannend nope. In diesem Spiel. Ja. Das ist so frech! Das ist so frech! Philipp Siebert, 5-5! Ja! Der Game Changer hat noch Tops genommen. Die haben halt einen Powerschützen gehabt, der macht 5 Tore oder so, ne? Bruder, hatte die letzten 3 Minuten leider nichts mit Fußball zu tun. Die haben halt einfach ihren Schussexperten da geschickt, der hat jeden ins Tor geballert. Jeder Schuss, Alter. Wie kann das sein? Und wir, buff, einer rein. Woran hättet ihr legen? Ich bin enttäuscht. Diese letzten 3 Minuten haben uns auseinandergenommen, ne? Wir haben jetzt gemerkt, wir müssen mehr trainieren, ne, Jungs? Wann habt ihr Zeit? Wann machen wir Training diese Woche? Ja, aber spielerisch haben wir die auseinandergenommen. Ja, auseinander. Und dann kommt wieder so eine Scheiße. Ja, ihr wart wieder die Dinger liegen besser. Lassen. Ey, warum sagt das jeder? Immer sind wir besser und gewinnen nicht, Alter. Das kann nicht wahr sein, Alter. Bruder! Oh, sie ist gebrochen. Bruder, ich sag dir so, 2-mal dominieren wir Mannschaften, ganz klar. 2-mal. Und wir haben 1 Punkt aus 2 Spielen. Mein Abend ist gelaufen. Ey, da hilft auch kein Catering-Frustessen mehr, so, weißt du? Macht keinen Sinn mehr. Ein paar Sekunden später. Jawohl, der Abi steht schon unten, denn jetzt geht's wieder in der WM, Leute. Wir können uns 1 Extra-Punkt erspielen, ne? Wenn der Abi sich jetzt dann natürlich durchsetzt. Wir haben ja aber schon gesagt, ey, das
unser Juwel, ne, der soll ein bisschen ruhig machen. Diese Punkte nicht ganz so wichtig. Hauptsache, der Junge kann nächste Woche wieder spielen, damit wir wieder verlieren. Ne? Danke. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt sage zur zweiten WM, aber wir haben jetzt die Chance, einfach unsere Gesamtpunktzahl zu verdoppeln. Wie traurig ist das bitte? Weil hier geht es um einen Punkt und wir haben bisher einen Punkt wegen Unentschieden. Das kann nicht sein. Nur abstauben jetzt! Abi kann sich jetzt noch die passende Real Madrid-Hose verdienen, ne, wenn er das macht. Da will halt jemand pannern oder so, ne? Na komm. Ja, und Ball. Meine Schulter! Schulter ausgekugelt. Ey, gute Besserung an den Jungen. Ich glaube, die Schulter ist wieder drin, aber das ist wirklich ekelhaft. Der muss den nur einnicken. Und ein Junge wie Abi, der die ganze Zeit kämpft, kriegt. Er wirft auf, komm, er muss nur so machen. Er macht einfach Vorlage. Das war's für heute. Keinen Punkt geholt. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn's wieder heißt, wir verlieren alles auf der Baller League. Sin City was a media.